Herzlich willkommen im neuen Jahr, dem Jahr 2017. Ob es fußballtechnisch was bringt, das weiß man nicht. Aber jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit der FIFA 17 Karriere. Zwar noch nicht mit dem Spiel, aber mit den Wintertransfers. Vielleicht zuvor noch die wichtigste Nachricht natürlich, was den Real-Life-Fußball angeht. In der Bundesliga hat es einen neuen Trainer gegeben für den SV Darmstadt 98 und zwar den guten Thorsten Frings. Er wird der Ehre zuteil, die Aufgabe zu übernehmen, die Norbert Meyer ja, verursacht hat, und zwar Darmstadt in der Bundesliga halten. Irgendwie halt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt schon mal rein ins Transferfenster. Das Transferfenster öffnet jetzt offiziell. Genau, und deswegen gehen wir jetzt auch gleich mal da nach oben. Erwähnen, Nationaltrainer-Offerte. Nee, das möchte ich nicht machen. Also, der Transfermarkt ist offen und ich werde den Transfermarkt auch beehren. Zumindest so lange bis zum nächsten Spiel. Dann schauen wir einfach mal nach, wen wir da eventuell verpflichten, beziehungsweise welchen wir eventuell weggeben. Denn, was haben wir denn hier so für Gehaltsbudget? Das sollte ich vielleicht mal fragen, ob ich Geld bekomme. Erlös, okay. Transaktionen, Trikotverkäufe haben zugenommen. Meistverkäufe sind von Zulu, Milosevic oder Milosevic, so spricht man den ja aus, und Benhatira, interessant, Spielergehälter. Okay, ansonsten ist alles irgendwie voll teuer, ich weiß nicht. Also nur die Trikotverkäufe begeistern einen wirklich. Ja, da tue ich das vielleicht mal umverteilen. Vielleicht ist das okay. Bundesliga-Abstieg vermeiden, sorge 5 aufeinanderfolgenden Heimspielen für eine Stadionauslastung von mindestens 85%. Okay, Pokal haben wir geschafft. Verpflichte einen Spieler aus der Jugendakademie, Position Stürmer. Hier Bundesliga-Abstieg vermeiden, beende die Saison mit einem Restbudget von 3 Millionen. Oh Gott, das werden wir nicht schaffen, aber wir haben wenigstens 3 Millionen. Erhöhe die Spielergehälter um maximal 15%. Oh Gott. Wie soll ich denn das machen? Ich weiß es nicht. Ja, dann gehen wir mal am besten zu den zu meinen Spielern. Und schauen wir mal, wie es da mit den Verträgen aussieht. Beziehungsweise, nee, eigentlich möchte ich keine Spieler verkaufen. Ich möchte gerne Verträge managen. Wie kann ich denn das machen? Wenn es da irgendwie was gibt, weil ich könnte ja Spieler verlieren. Scout-Aufträge, Wunschliste, auch zur Leihe. Also ich kann dann näher auf die Spieler eingehen, mal schauen. Mal sagen, Stroengel gibt es einen neuen Vertrag anbieten. Zusätzliche Jahre machen wir mal 2. Und das Gehalt erhöhe ich mal um. Ja, die wollen es um 15% erhöhen. Dass wir es um 15% erhöhen, ich biete es aber so an. Mannschaftsrolle wichtig für die erste Mannschaft. Neuen Vertrag anbieten. Gut, ich weiß ja nicht, wen können wir denn alles verlieren? Also die sind alle geliehen. Zulu sollte ich vielleicht mal erhöhen, weil er halt schon sehr lange im Verein drin ist. Machen wir auch mal 2 Jahre. Gehalt erhöhen wir auf 30.000. Oder 31.000, gut und wichtig für erste Mannschaft. Das würden die zwar zum Großteil ablehnen, aber gut. Und Gondorf und Heller. Da biete ich auch einen neuen Vertrag an. Zwar 2 Jahre. Gehalt. Da gibt es eine Gehaltserhöhung auf 30.000. Wichtig für die erste Mannschaft. Und dann jetzt nur noch den von Heller. Alles andere ist mir mal egal. Das ist zwar nicht so gut, aber trotzdem. Machen wir mal 2 Jahre. Erhöhen wir auf nur 25.000. Wichtig für erste Mannschaft. So. Sind wir mal gespannt. Und ich suche nach Spielern. Beziehungsweise, ich möchte ja auch gerne Spieler verkaufen. Da würde ich mal sagen, wen hauen wir raus? Gute Frage. Ich weiß, kann ich Beresowski raushauen? Vertragsauflösung. Ja, dann setze ich mal auf die Transferliste. Ich brauche eigentlich nur 2 Torwarte. So, dann wen noch? Aidoan. Auf Transferliste setzen. Ja, wir dürfen. Ich finde, wir sollten nicht so viele von diesen Nachwuchsspielern behalten. Also den Fisch behalte ich gerne. Also es soll keine Beleidigung sein. Ja, Gorka, ich sehe da auch leider keinen. Ich sehe da keine Zukunft, deswegen setze ich den auch mal auf die Transferliste.
Alles andere, Tour und Wolf, die setze ich mal auf die Leihliste. So eine Kurzleihe. Alles andere müssen wir mal schauen. So, dann suchen wir uns mal nach einem Spieler. Ich würde mal sagen, wir kaufen einen Spieler mal. Oder sowas in der Art. Ich weiß halt nicht, wo es bei uns mangelt. Wo bei uns noch so eine Art Bedarf besteht. Wir haben halt im Mittelfeld alles. Wir haben, ja, Stürmer brauchen wir eigentlich echt keine mehr. Da irgendwas zentrales Mittelfeld oder so eine Art. Irgend so jemanden, der wird sich schon finden. Wen empfehlen Sie denn da? Nicolas Basin. Ich muss mal geschwind hier kratzen. Am besten wir nehmen so einen unfassbar billigen aus Frankreich. Mal schauen. Der Lukas, der ist mir sympathisch. Dann kontaktieren für Kauf. Wir haben ja noch ein Transferbudget von 1 Million. Also machen wir einfach mal 1 Million oder 750. Da steht ja kein wirklicher Wert dran. Aber so würde ich ihn auf jeden Fall kaufen. Damit wir wenigstens einen Spieler haben. Vielleicht kommt auch eine Anfrage zu einem von unseren Spielern. Da müssen wir halt abwarten. Das Transferfenster schließt ja, glaube ich, am 1. Februar. So. Angebot zurückgezogen, Transferangebot abgelehnt, dass er mehr wert ist. Vertragsverlängerung. Ich freue mich darüber, meinen Vertrag verlängern zu können und setze alle Sie zu überzeugen, dass die richtige, ja, dass unseren Ansprüchen genügt. Sehr gut. So, da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, höchstwahrscheinlich. Meine Güte, vielleicht sollte ich Poyanpalo ein neues Angebot unterbreiten. Ach so, wir sind ja schon bei dem Spieler, also eine Torprämie. Oh Gott, künftige Ablöse. 1.200.000. Dann sind wir zwar im Minus, aber ich denke mal, es geht. Ja, dann vergessen wir diesen Toussaint. Dann leihe ich den halt für eine kurze Zeit aus und dann ist alles gut soweit. Ja. Was steht da? Unser Manager prüft momentan ihr Angebot. Unsere Ziele sind gefährdet in der Nachwuchsarbeit. Okay. Vertragsverlängerung, sehr gut. Können wir über mein Gehalt sprechen? Wäre jetzt eigentlich nicht zu verlängern. Ich werde meinen Vertrag und verbünden dann weiterziehen. Okay. Können wir über mein Gehalt sprechen? Dann muss ich mal geschwind zum Volland, weil der möchte gerne, dass ich was erhöhe. Auch ich hasse solche Administrator-Sachen. Das ist Administrator-Sachen. So, Fabian Holland. Der will ein bisschen mehr. Dann soll er das bitte schön bekommen. Neuen Vertrag anbieten. Ja, erhöhen wir auf 25.000. Und machen wir mal 2 Jahre. Mannschaftsrolle wichtig für die erste Mannschaft. Das ist immer sehr schön, wenn die das hören. Und seine Stimmung ist großartig. Das freut mich doch. So, jetzt haben wir einen Spieler ausgerichtet. Es ist auch immer wieder schön, dass es sowas gibt. Entscheidung. Wir haben es letztlich entschieden, auf Leihbasis zu überlassen. Angebot annehmen. Das soll automatisch geschehen. Dann kommt er halt so zu uns rüber. Ist zwar auch wieder ein Stürmer. Aber dann haben wir den wenigstens. Na, ist ja nur ausgeliehen. Haben wir jetzt noch irgendwie Geld übrig für einen Spieler? Aber wir sollten was für die Jugendarbeit tun. Zentrale Training. Hier vielleicht im Büro. Jugendstab. Viele Talente für die Nachwuchsmannschaft. Dann stellen wir hier jemanden ein. Oh Gott. Ja, unser Budget ist noch da. Machen wir mal hier diesen Grüne. Ansonsten lassen wir das einfach mal. Ansonsten möchte ich da nicht großartig mit dem Feuer spielen. Achamepong, wen könnten wir denn da holen? Am besten keinen Stürmer, davon haben wir deutlich genug. Was ist denn das für ein Verein? Ich weiß es nicht. Ah, das ist ein Stürmer, können wir gleich vergessen.
Vielleicht so jemanden kontaktieren für Kauf. Der wird schon nicht so teuer sein. Bieten wir mal eine ganze Million an. Da wird er schon nicht nein sagen. Der kriegt eigentlich so wenig Geld in der Woche. So, ansonsten mal schauen. Okay, jetzt kommt ja schon die Pressekonferenz zum nächsten Spiel. Und Nationaltrainer machen wir nicht. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen doof, was ich hier organisiere. Aber was ich eventuell noch machen sollte, Transferangebot, wir haben eins für Daniel Tour erhalten und Angebot akzeptiert. Dann kommt er mal zu uns rüber. Machen wir hier mal eine kleine Erhöhung. Oder ja, machen wir es am besten so. Länge 2 Jahre, wichtiger Stammspieler. Mal sehen, ob der Adrien da mit uns übereinstimmt. Mein Güte, das Part geht länger als gedacht. So, dann Transferangebot für den Tour. Angebot annehmen. Na, das soll in die Schweiz. Vielleicht wird er da glücklich. Wir haben den Spieler nur verliehen. Okay. So, was haben wir denn sonst noch so alles? Jetzt muss ich mal geschwind überlegen. Ja, das sollten wir jemanden verkaufen. Also ich setze mal jemanden noch auf die Transferliste. Spieler verkaufen. Irgendeinen Stürmer. Der vielleicht noch nicht so lange bei Darmstadt ist. Mittlerer Stürmer der Rosenthal. Von dem habe ich doch, glaube ich, erst jetzt das erhöht, oder? Ich weiß es nicht. Das ist ja MS, also daher. Wobei Obinna. Setz mal auf Transferliste. Es tut mir leid, aber ich fand, er hat mich nicht so überzeugt, auch wenn er für uns, glaube ich, 2 Tore gemacht hat. Weitere Spekulation um Sulu. So, jetzt geht es hier gleich richtig los. Nationaltrainer-Offerte. Angebot akzeptiert, dann kommt zu uns. Angebot annehmen. Da wir wenigstens eine Verpflichtung gemacht haben. Und wir haben noch eine E-Mail. So, Pressekonferenz. So, dann lobe ich mal meine Jungs für die tolle Hinrunde. Auch wenn die Hinrunde noch nicht vorbei ist. Und die Ablöse ist natürlich fragwürdig. So, das Angebot wird zurückgezogen. Und sonst haben wir nichts. So, jetzt ist das Transferfenster noch gute 10 Tage offen. Jetzt kommt aber allerdings erstmal Gladbach und das machen wir dann im nächsten Part, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.